Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Oh, sorry. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Mission, in der dritten Mission der Römer. Und es gibt jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, schaut euch diesen Zoom an. Ich hab's tatsächlich hingekriegt mit dem Drecksmod. Jawohl, Freunde. Vielen lieben Dank hier auch an den Highsky. Er hat mich da ein bisschen unterstützt. Und genau, jetzt haben wir zwar einen größeren Zoom, aber, Freunde, oder werden wir wieder angegriffen, aber das ist leider egal. Ja, wobei, wartet mal, wenn der Cäsar stirbt, dann ist das nicht egal. Wie gesagt, und ja, die schlechte Nachricht ist, ich habe das mit dem, ja, mit dem Bug hier beim Tributzollen habe ich nicht hinbekommen, Freunde. Es geht nicht. Deshalb müssen wir eine Sache tun, die ich zu abgrundtiefst verabscheue und die ich normalerweise nicht machen würde. Aber wir müssen diese Mission überspringen und wir geben dazu einen Cheat ein. Der Cheat lautet: Somebody set us the. Ah, set up as the bomb. Seht ihr das? Es musste sein, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wir konnten nicht handeln. Es geht nicht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, warum das ausgegraut ist. Beziehungsweise warum es diese Felder nicht gibt. Das regt mich so auf. Aber gut, es ist nicht zu ändern gewesen. Schauen wir mal an, was noch die Gegner hier gehabt hätten. Also es ist tatsächlich so, ihr seht die Karte. Es ist tatsächlich in Griechenland. Und so groß war diese Mission ja jetzt auch nicht mehr, denke ich. Oh, schaut euch diese Türme an hier. Meine Güte. Ja, wie gesagt, Griechenland, Türkei. Und ja, das ist tatsächlich Kleinasien. Und Anatolien im Prinzip. Und ja, Freunde, wir mussten leider diese Mission überspringen. Es ging nicht anders. Ja, sorry dafür. Aber es ist halt das Spiel, was mich hier verarscht. Gut, dann besser als gar nichts. Ja, springen wir in die nächste Mission rein. Mission 4, die gallischen Kriege. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen. Ah, ich dachte schon, ich hätte mein Mikrofon nicht am Mund. Okay, so, dann starten. Hören wir uns das mal an. Sulla starb 2 Jahre nach Cäsars Sieg über Mytilene und Rom begann damit, seine republikanische Staatsform wieder aufzubauen. In den darauffolgenden Jahren engagierte sich Cäsar in der römischen Politik und begann eine freundschaftliche Partnerschaft mit Marcus Licinius Crassus, einem wohlhabenden und einflussreichen Politiker. Zusammen waren sie ein talentiertes und ehrgeiziges politisches Gespann. Und schließlich gelang es Crassus, Cäsar die Ernennung zum Statthalter von Spanien zu beschaffen. Das war die Gelegenheit, auf die Gaius Julius Cäsar gewartet hatte. Die Chance, sein organisatorisches und militärisches Genie in einem offiziellen Amt für Rom zu präsentieren. Cäsars Leistungen in Spanien erregten die Aufmerksamkeit des römischen Volks und des Senats, da er durch die wiederholten Siege über die dortigen Bergstämme zu Ruhm und Ehre kam und die Rentabilität der dortigen römischen Kolonien sicherte. Crassus erkannte, dass sich die Investition in seinen Freund bezahlt gemacht hatte und begann nun damit, die nötigen politischen Fäden zu ziehen, um ihnen beiden bedeutendere Rollen in der Republik zu verschaffen. Mit Antritt seines ersten Konsulats würde Cäsar schon bald entdecken, dass seine größte Gelegenheit, zu Reichtum und Ansehen zu kommen, in den geheimnisvollen und gefährlichen Ländern nördlich Italiens lag, in Germanien und Gallien. Ah, Freunde. tatsächlich, es ist soweit. Julius Cäsar kriegt ein politisches Amt. Und ja, krass, ne, dass er sich jetzt quasi nochmal gegen Rom richtet. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, dass der Cäsar gegen Rom war am Anfang. Aber gut, es ist halt einfach so.
Gut, Missionsziele. Caesar muss überleben. Titus Labien muss überleben. Das ist unser Buddy. Besiegen sie alle feindlichen Stämme in Gallien. Also es geht nach Frankreich und Deutschland tatsächlich. Ja. Und schützen sie die römische Kolonie in Spanien und die Stadt Rom, indem sie sicherstellen, dass die Stadtzentren nicht zerstört werden. Wenn sie beide Stadtzentren verlieren, endet dieses Szenario mit einer Niederlage. Okay, gucken wir uns mal die Karte an. Wir fangen scheinbar hier unten an und müssen dann hier hoch und da hoch. Und hier unten ist Italien, Rom. Richtig detailgetreu hier mit der Elbe hier oben. Richtig cool. Beziehungsweise, nee, ist das die Elbe? Oder ist das der Rhein? Das könnte auch der Rhein sein, Freunde. Naja, gut, egal. Springen wir mal rein in die Mission und gucken wir uns die erste Cutscene mal an. So. Ich wollte schon sagen, keine Cutscene? Doch. Spanisches Gallien 60 vor Christus. Julius hat von seiner Ernennung zum Statthalter profitiert. Er entwickelt zur Freude der reichen Händler und landlosen freien Bürger Roms sowohl die Wirtschaft als auch das Militär der römischen Kolonien in Spanien, Gallien. Sieht krass aus. Aber Caesar ist ungeduldig. Er trachtet nach mehr als nur dem Statthalteramt in einer Grenzkolonie. Eine Mühle. Julius Caesar. Rom sendet euch Grüße und Glückwünsche für eure ausgezeichnete Arbeit in Spanien. Ich wurde damit beauftragt, euch darüber zu informieren, dass der Senat euch nach Rom zurückholen möchte. Und was ist der Grund für diese Einladung? Ist die Stimmung im Kapitol für oder gegen mich? Sorgt euch nicht, Caesar. Rom feiert eure Leistungen und viele wollen euch auf dem Stuhl des Konsuls sehen. Außerdem geht die Rede, man wolle euch vielleicht bitten, persönlich den Befehl in unseren Gebieten in Gallien zu übernehmen. Und was ist mit Marcus Licinius Crassus? Hat er mir Neues zu berichten? Jawohl, das hat er. Er weist darauf hin, dass er ein neues Triumvirat in Rom installieren könnte, falls ihr rechtzeitig zurückkehrt, das aus euch, aus ihm und aus Pompeius besteht. Er rät euch, die Abreise nicht zu verzögern, denn das politische Klima in Rom ist von unbeständiger Art. So sei es. Fahrt voraus und verkündet meine bevorstehende Ankunft. Ich werde allerdings vielleicht noch bleiben, um für Crassus als Ausgleich für seine erwiesene Unterstützung einige Waren zu sammeln. Aber ich werde seinen Rat beherzigen. Gut gespielt, Julius. Er wird zurückkehren, aber die Frage ist, wie? Germanien, ein den Römern relativ unbekanntes Land. Mit Steinzeithäusern, was? Ich finde diese Kameraperspektiven so geil. Die hier lebenden Stämme bestehen aus mächtigen Kriegern mit einer starken kulturellen Identität, die sogar der Zuckerbrot- und Peitsche-Politik der römischen Legionen und der römischen Kultur trotzen könnten, mit der sich seit kurzem ihre gallischen Nachbarn konfrontiert sehen. Okay. Germanien, also Deutschland. Das antike Deutschland. Mario Vistus, unsere Streitkräfte sind bereit und wir warten nur auf euer Wort. Ich bin allerdings immer noch unsicher, ob euer Plan funktionieren wird. Ein Eindringen in Gallien wird doch nur zu einem schnellen und brutalen Vergeltungsschlag der Römer führen. Mein Freund, wir dringen nicht ein, wir kolonisieren. Genau wie die Römer Teile von Gallien kolonisieren, während wir hier reden. Die gallischen Stämme haben gezeigt, dass sie weder den römischen Armeen noch der römischen Kultur widerstehen können. Eines kann ich euch versichern. Wenn wir nichts tun, riskieren wir ein größeres und wesentlich mächtigeres Rom direkt vor unserer Haustür, mit dem es dann unsere Kindeskinder aufnehmen müssen. Nein, wir werden diese arroganten Narren aufhalten und sie nach Italien zurückschicken, wohin sie gehören. Dann mögen uns die Götter einen Sieg gewähren, damit unsere Kindeskinder eine freie und sorglose Zukunft genießen können. Seht, Ariovistus, unsere Truppen beginnen sich zu sammeln. Ach, ist das cool. Ist das cool gemacht, wirklich.
Deswegen liebe ich Empire Earth einfach, wegen diesen coolen Szenen hier. Wir können wieder keine Bürger bauen, was zur... Gut, Freunde, dann geht mal bitte Nahrung sammeln. Shit. Und wir haben kein Holz. Wir brauchen Holz, Freunde. Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz. Und, ja, Freunde. Freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Empire Earth. Oha, hier oben ist auch noch... okay. Ah, wartet mal. Haben wir wirklich nur diese paar Bürger? Und wir haben null Ressourcen. Das ist geil, echt. Und wir können keine Bürger nachbauen. Das ist ja auch so blöd, ey. Irgendwie. So, oh. Was ist das denn hier unten? Oh, schaut. Ach, hier ist Rom. Ach, okay. Wir sind also noch mit Rom. Noch sind wir mit Rom verbündet, tatsächlich. Ja. Was haben wir hier denn? Wir haben hier... Ah, Veni, Vidi, Vici. Genau. Halten Sie Cäsar in Spanien und sammeln Sie hier 100 Einheiten Nahrung, Eisen, Gold und Holz und 50 Einheiten Stein, bevor Sie innerhalb von 15 Minuten nach Rom zurückkehren. Oder gehen Sie sofort und bringen Sie Cäsar hinter die Mauern Roms. Warum müssen wir denn jetzt Cäsar nach Rom bringen? Das verstehe ich jetzt nicht. Veni, Vidi, Vici, genau. Und da bin ich jetzt hier auch überfragt, ob wir hier tatsächlich auch, naja, ob wir die Truppen jetzt mitnehmen müssen oder nicht, ne? Gut, wir müssen auf jeden Fall auch noch Steine sammeln. Okay, das heißt, komm mal bitte zwei mit zum Stein, bring dein Holz weg. Und, genau, dann bringen wir euch mal zu einem Stein, damit wir die 50 Steine... Oh Gott! Gleich hinter den Bäumen befinden sich ein Außenposten. Spanische Plünderer. Das war klar, dass hier unten was kommt. Okay, alles klar, dann... Da sind die! Oh Gottes Willen! Ja gut, zum Glück greifen die, zum Glück greifen die diesen Turm hier an. Och nee! Nicht auf die Bürger! Komm, Bürger, lauf mal ein bisschen rum hier. Verdammt, die haben einen Turm platt gemacht hier. Ach, lass doch die Bürger in Ruhe. Hallo, 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 hallo. Lass die Bürger in Ruhe. Nicht immer auf die Bürger, verdammt nochmal. Okay, sehr gut. Puh. Das war schon nicht schlecht, ja? Julius, du kommst bitte mit nach vorne. Julius kommt bitte mit nach vorne hier. Es war so klar, ne, dass hier unten was kommt. Wir haben einen Turm verloren. Ach, Elysium, genau. Ich meine, wir brauchen gar nicht so viel Eisen, ne? Wartet mal. Wir brauchen gar nicht so viel Eisen, sondern wir müssen uns hier wahrscheinlich verteidigen wieder. Was heißt? 175 Holz. Dann baut ihr mal bitte diesen Turm nach, genau. Die Zerstörung der befestigten Kaserne der spanischen Bergstammes wird ihn daran hindern, die Kolonie zu überfallen. Wo ist denn die Kaserne hier? Hier muss irgendwo eine Kaserne sein. Angeblich. Hier unten? Nee. Oder? Ist die hier unten, die Kaserne? Nö. Okay. Na, wir konnten es nicht verhindern, ist okay. Es hat uns ja nichts gekostet, außer 175 Holz im Prinzip. Und die Gesundheit eines Bürgers. Aber okay. Ja, wie gesagt, wir haben ja unsere Armee. Ach, da! Unten. Bergstämme. Ja, wobei, da kommen wir ja eh nicht hin. Da kommen wir ja eh nicht hin. Okay, Freunde, dann würde ich sagen... Die Grenze, genau. Und die können... Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Kaktus. Cool. Ihr habt noch 5 Spielminuten, um nach Rom zurückzukehren. Ach du heilige Gott. Okay. Wartet mal zurück zum Spiel. Was müssen wir sammeln?
Wir müssen 100 Einheiten Nahrung, Eisen, Gold und Holz und 50 Einheiten Steine. Nahrung, Eisen, Gold und Holz und 50 Steine. Okay, dann können wir ja jetzt... Ihr habt jetzt genug Ressourcen, um Crassus auszuzahlen. Bringt Caesar so schnell wie möglich nach Rom. Okay, dann machen wir das mal. Freunde. Ab nach Rom mit euch. Völkerwanderung hier. Richtig cool gemacht. Wir sind also in Spanien, okay. Wie gesagt, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir... Sie haben jetzt... Ja. Ob wir da genug Einheiten da unten stehen lassen haben. Da bin ich mir echt unsicher gerade. Aber nicht schlimm. Und dafür können wir ja speichern. Bevor wir da nach Rom wandern. So, Römer. Zack. Alles klar. So, dann... Weiter geht's hier. So, über den Süden Frankreichs nach Italien. Mit ganzem Herzen. Über die Pyrenäen? Sind das die Pyrenäen? Bin ich mir gerade unsicher, muss ich sagen. Oh, wartet mal, wir haben... Warum haben wir so wenig Gold? Warum haben wir so wenig Gold? Na gut, weil wir zu viel... Ihr habt doch zwei Spiele... Ach du Scheiße, was? Das ist aber eine sehr kurze Zeitspanne hier. Lustig. Wir hängen hier in den Pyrenäen fest. Ah, toll. Na gut. Dann schaffen wir das halt nicht mehr in diesen 2 Minuten. Ich bin gespannt, was dann passiert, also... Nicht, dass das Spiel dann verloren geht, deswegen... Hallo? Wo müssen wir denn hier runter, sagt mal? Ach! Ich Vollidiot. Wir haben doch hier Transporter. Verdammt. Verdammt. Nicht genug Ressourcen, ja, okay. Ah, verdammt. Obwohl es Caesar schließlich gelang, nach Rom zurückzukehren, hatte er die Chance verpasst, Mitglied des Triumvirats zu werden. Er verbrachte den Rest seiner Karriere als Verwalter eines kleinen Olivenhains in Griechenland, wo er alt, fett und ziemlich gelangweilt wurde. Jetzt sag mir nicht, dass das Spiel dann vorbei ist. Nee, oder? Ist das jetzt eine Zeit... Das ist tatsächlich eine Zeitmission, oh mein Gott. Witzig. Okay, zum Glück haben wir das gespeichert. Okay, das heißt... Gar nicht erst da... Okay, gar nicht erst da... Das machen. Hier, so. Caesar. Ihr bleibt bitte hier, so. Und ihr bitte alle schnell nach Rom. Alle schnell nach Rom hier. Und ihr bleibt erstmal hier für die anderen Einheiten. Ja, rammt euch noch. Oh Mann. So, Caesar, schnell nach Rom hier, los. Hinter die Mauern. Ihr habt noch 2 Spielminuten. Oh Gott, habe ich jetzt das Spiel schon verkackt? Bitte nicht, Freunde. Das wär mega gemein. Das wäre mega fies. Oh Gott. Ernsthaft? Fahr doch schneller, du blödes Schiff. Oh Gott, Freunde. Setzt Segel. Oh Gott. Aye, aye, Captain. Wir sind da, Leute. Wir sind da. 2 Spielminuten. So, Schiff, fahr schneller. Verdammt. Aber das kann man schaffen, wartet. Das kann man aber schaffen. Oh Gott, das ist jetzt aber echt wieder so ein... Okay, direkt klicken. Wir müssen direkt klicken. Wir müssen direkt klicken und den hier direkt schneller machen. Julius, komm hier rein. Komm hier schnell rein und fahr direkt los. So, das kann man noch schaffen, Freunde. Das kann man echt noch schaffen hier. Es ist noch nicht verloren hier. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal den Spielstand neu, die Mission neu zu machen. Gut,
Dann Caesar, segel schneller nach Rom hier. Holz 325, das ist sau teuer. Ihr habt noch 2 Spielminuten, verdammt. Das könnte aber noch so gerade klappen. Also da bin ich mir echt sicher. Schauen wir doch mal. Oh Gott. Eine Zeitmission. Shit. Ja, wobei, wenn das jetzt nicht klappt, dann, Ahoi. Setzt Segel, genau. Bitte schneller. Setzt bitte schneller die Segel hier. Oh Gott. Boah, ist das gerade thrilling, ey. So, verlier keine Zeit, Caesar. Komm. Komm, lauf schneller rein. Oh Gott. Was? Ich bin da. Ich bin... Was? Ich bin doch hier. Ich bin doch angekommen. Ich bin doch angekommen. Was zur... Ich bin doch angekommen. Verdammt. Oh Gott. Eine Sekunde oder was? Okay. Auf zum Sieg. Okay. Dann... Julius, komm direkt hier rein. Und du bitte schneller hier und los. Verdammte Kacke. Boah, das ist bitter. Wartet mal, wer ist denn schneller? Ist denn Julius schneller oder ist das Schiff schneller? Boah, das ist eine Mission, Freunde. Nur weil ich keine Lust habe hier, dann spiele ich die Mission aber neu zu starten. Ey, oh Mann. Ihr habt noch 2... Das geht aber auch schnell. Das geht aber auch echt schnell, du. Na gut. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann müssen wir scheinbar neu laden. Oh Mann, Freunde. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Ich hätte auch diesen Turm hier wahrscheinlich nicht aufbauen sollen. Ich hasse ja sowas, ne? Ich hasse ja echt sowas. Ja, gut. So, der Julius. Komm raus. Und... Um Gottes Willen, ja, das habe ich jetzt schon verkackt. So, jetzt, wir sind wieder da. Komm. Nein, schon wieder so knapp. Ich bin doch da. Okay, Julius ist schneller als das Schiff. Okay. Oh Gott. Okay. So, das muss doch klappen jetzt. So, Julius, komm. Komm ins Schiff und direkt los hier. Verdammt. Das ist aber auch knapp bemessen hier. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, Freunde, wenn es jetzt nicht klappt, dann werde ich tatsächlich die Mission neu starten müssen. Okay. Toller Zeitcounter, echt. So, wo bleibt denn jetzt der Zeitcounter? Da ist er. Das sieht ein bisschen besser aus, glaube ich. ich hoffe, dass das klappt. Weil die Folge ist voll. Verdammt. Ja, wir haben in dieser Folge eigentlich dann nichts geschafft, ne? Eigentlich nicht, nein. Deswegen möchte ich das bitte noch hinter mich bringen, ja. Mann, fahr schneller. Fahr doch schneller. Direkt abladen hier. Abladen. Und komm direkt nach Rom hier. Los. So. Schnellen Schritt ist hier. Komm. Lauf keine... Das klappt nicht. Es ist so knapp. Oder? Doch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich war so froh, zusätzliche Waren und Vorräte als Dank für eure Unterstützung zu besorgen. Während wir uns unterhalten, werden die Schiffe gerade entladen. Ich weiß eure Aufmerksamkeit zu schätzen, Caesar. Und im Gegenzug möchte ich euch zur Unterstützung eurer neuen Aufgabe einige meiner Truppen überlassen. Ihr Kommandeur ist ein junger Mann namens Titus Labienus. Ein guter Soldat und ein zuverlässiger Offizier.
Ihr müsst wissen, ich habe den Senat gerade davon überzeugen können, das neue Triumvirat bestehend aus euch, mir und Pompeius zu bestätigen. Der Senat traut euren Fähigkeiten allerdings immer noch nicht voll und ganz. Deshalb wollen die Senatoren sehen, dass ihr euch in Gallien jenseits der Alpen beweist, bevor man euch eine Provinz in Italien überlässt. Dann werde ich mich eben nach Kräften bemühen, mich in Gallien nützlich zu machen. Aber sag mir, Crassus, warum Pompeius? Ich weiß, er ist beliebt, aber kennen wir beide seine wirklichen Absichten? Gut genug, um seine Züge vorauszusagen, und mit diesem Wissen haben wir auch die Kontrolle. Ihr habt recht, was seine Beliebtheit angeht, Cäsar, aber ihr solltet sie nicht unterschätzen. Ohne Pompeius hätte mich der Senat zurückgewiesen und uns beide nach Ägypten geschickt. Mit ihm aber ist uns die Unterstützung der Massen sicher. Und ihr tätet gut daran, künftig um diese Art der Unterstützung zu werben. Okay, Freunde, also definitiv... Boah! Okay, definitiv eine Sache, dass wir uns da nicht auflehnen sollen. Titus Labienus, okay. Gut, Freunde, allerdings würde ich mal sagen, wir sehen weiter, jetzt sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.